Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit zum Basteln. Und wir machen heute eine kleine Einladung zum Kaffee. Wenn du Lust drauf hast, dann lass uns zusammen loslegen. Ich dachte, ich zeig dir eine einfache Art, ja, einen Hintergrund zu gestalten. Hast du bei mir vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Ich verlinke dir mal Videos im i mit anderen Umsetzungsmöglichkeiten. Ich dachte mir aber, die passt auch super schön zum Kaffee und dabei kann ich dir auch gleich ein bisschen zeigen, wie wir die Tasse mit einem leckeren Kaffee füllen. Also essen solltet ihr das Papier natürlich nicht, aber es wird lecker aussehen. Ich habe mir hier schon meine Grundkarte zugeschnitten und einen Kartenaufleger und mit dem fangen wir auch an. Da machen wir uns einen, ja, wilden kaffeefarbenen Hintergrund. Ich habe mir dazu Pekannuss und Espresso rausgesucht. Und für meine Tasse nehme ich nachher noch Karibikblau. Da schnappst du dir am besten eine Farbe, die du richtig toll findest oder die der Eingeladene richtig toll findet. Für den Hintergrund machen wir uns das super einfach. Ich schnapp mir hier diese Folie. Du kannst die Folie nehmen, auf denen die Stempel kommen. Du kannst eine andere glatte Oberfläche nehmen oder so eine Silikonmatte oder ein Glas oder was auch immer. Irgendetwas, was ja schön glatt ist und was du später abwischen kannst. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt daran. Und dann nehme ich mir einfach meine Stempelfarben. Du kannst auch Re-Inker verwenden, das funktioniert auch. Oder Stampin' White Marker, das funktioniert genau gleich. Ich packe mir hier ein bisschen Farbe auf meine Folie. Und vielleicht ein kleiner Tipp, wenn du richtig intensive Farben haben möchtest, dann nimmst du lieber die Re-Inker, die Stempelkissen. Da kommt es nachher darauf an, wie viel Wasser du drauf gibst. Und bei den Stampin' White Markern, da werden die Farben wirklich ganz, ganz leicht, aber auch super schön. Dann nimmst du dir eine kleine Sprühflasche mit Wasser und jetzt fängt die Sauerei meistens an. Das heißt, wir sprühen hier ein bisschen Wasser drauf. Siehst du schon, macht die Farbe schon ihre eigenen Sachen. Und verläuft jetzt hier schon richtig toll. Du kannst jetzt extra starken weißen Farbkarton nehmen oder auch Aquarellpapier. Und dann kannst du das hier einfach reindrücken. Du kannst auch die Folie aufs Papier legen, je nachdem, wie rum es dir lieber ist. Ich kann das auch andersrum machen. Dann sehe ich so ein bisschen, wo meine Farbe ist. Ich kann das hier abziehen. Und wenn mir jetzt irgendeine Ecke nicht gefällt oder mir die Farbe noch nicht intensiv genug ist, dann kann ich da einfach nochmal drauf gehen. Du kannst die ganze Farbe hier auch mit einem Pinsel noch so ein bisschen verteilen, wenn du die in einer bestimmten Ecke haben möchtest oder in einer bestimmten Ecke eben nicht. Pinsel gut sauber machen danach. Und dann kann ich hier einfach nochmal drauf gehen. Du kannst es auch zwischendurch ein bisschen trocknen mit dem Föhn oder du legst es einfach zum Trocknen zur Seite. Spiel da ruhig ein bisschen rum. Ich habe ja jetzt sehr erdige Töne genommen. Wenn du buntere Farben nimmst, also sowas wie Rot, Blau, Grün, Gelb, dann schau einfach danach, dass die in ihrer Mischung selbst nicht, ja, braun und matschig werden. Also du möchtest das. So. Ich mache hier jetzt mal ein bisschen sauber, lass das hier ein bisschen trocknen. Für so ein paar extra Kaffeespritzer kannst du noch so ein bisschen mit deinen Stampin' Blends drauf spritzen. Oder du kannst natürlich auch mit Wasser ein paar hellere, angelöste Punkte machen. Und du kannst natürlich auch die Farbe in einer zweiten oder dritten Schicht aufbauen, bis dir das Ganze gefällt. Dann lasse ich meinen Hintergrund noch einen Moment trocknen und schnapp mir die Kaffeetasse. Einmal hier die Tasse selber und einmal den Kaffee-Milchschaum in der Tasse. Und ich stempel meine Tasse hier in Karibikblau. Und auch gleich noch eine zweite. Und dann nehme ich mir etwas von meiner Stempelfarbe und meinen Wassertankpinsel. Normaler Pinsel geht natürlich auch. So, mein Küchenrolle sieht ja schon ein bisschen furchtbar aus.
Und du kannst die Taste natürlich so lassen. Ich gebe ihr hier einfach noch ein bisschen Farbe. Und jetzt kleiner Tipp, an der äußeren Kante, da schaue ich schon, dass ich mich da dran orientiere. Aber nach innen kannst du die Farbe ruhig ein bisschen laufen lassen, denn vielleicht ist deine Tasse ja auch von innen farbig. Das heißt, da stört es überhaupt gar nicht, wenn die Farbe nachher hier so ein bisschen reinläuft. Ich kann hier ruhig so einen Hauch im Inneren haben. Bei meinem Henkel von der Tasse, da gebe ich ein bisschen mehr Farbe dran. Da ruhe ich ein bisschen dunkler sein. Und im oberen Bereich, da mache ich einfach nur so einen Hauch Farbe. Da brauche ich ein bisschen kleiner Lichtbereich bleiben. Hier bei der Tasse kannst du dir auch überlegen, ob du vielleicht irgendwo einen kleinen lichteren Bereich lässt. Und ich mache erstmal nur die eine, dann kannst du dir gleich den Unterschied zwischen den Tassen nochmal anschauen. Ich lege mir mal ein Schmierpapier beiseite, denn ich nehme jetzt hier vom Pekanuss, mache mir hier einen Abdruck, habe jetzt hier den zweiten Stempelabdruck sozusagen und jetzt nehme ich mir ein Fingerschwämmchen und mache hier einfach am Rand ein bisschen dunkler. Und dann nehme ich noch von meinem Espresso und mache so einen ganz, ganz kleinen, richtig, richtig dunklen Rand. Und jetzt stempel ich das in meine Tasse rein. Und bei meinem Kaffee mache ich das gleiche. Ich nehme mir ein bisschen von dem Pekanuss und ziehe mir das vielleicht an manchen Ecken einfach hier noch so ein bisschen an den Kaffeetassenrand. Schließlich schwappt der Kaffee ja auch immer ein bisschen an den Rand. Ich kann hier die Farbe noch mal ein bisschen auflösen. Dann sieht das nicht ganz so ordentlich aus. Schließlich ist das die Natur ja auch nicht so super ordentlich. Und einmal ein bisschen näher kannst du jetzt den Unterschied sehen von einfach nur einmal gestempelt. Ist natürlich schon ein super niedliches Motiv. Aber wenn du da nochmal mit ein bisschen Wasser dran gehst, dann sieht das Ganze gleich viel lebendiger aus. Wie so ein schönes Aquarellgemälde. Ich mache mal noch mein zweites Tässchen. So, wenn meine Kaffeetassen fertig sind, dann schnappe ich mir hier noch den Abdruck mit den Kaffeetassenrändern und den schubse ich auch einfach in beide Stempelfarben rein. Kann das hier mit dem Fingerschwämmchen ein bisschen vertupfen. Dann kann ich mir hier noch so ein paar Kaffeetassenabdrücke in den Hintergrund stempeln. Und dann nehme ich ruhig auch den zweiten Stempelabdruck mit, ruhig kreuz und quer. Und dann haben wir ja auch noch so schöne kleine Kaffeebohnen. Da werde ich auch noch ein paar in den Hintergrund verteilen. Und damit die aber nicht ganz so rausstechen, kriegen die von mir auch nochmal ein ganz kleines bisschen Wasser und Farbe. Dann einmal Tässchen ausschneiden oder ausstanzen. Für meinen Spruch schnappe ich mir einfach ein Stückchen Vellum. Gehe hier einmal mit meinem Embossing Buddy drüber und dann stempel ich mir meinen Spruch mit Versamark.
ein bisschen weißes Embossingpulver. Und gehe das Ganze föhnen. Und dann kann das Ganze schon zusammengeklebt werden. Mein Velum schlage ich einfach um und klebe das von der Rückseite fest. Ich habe meinen Aufleger ein bisschen größer zugeschnitten als meine Karte. Das heißt, den trenne ich einfach nach dem Aufkleben noch ein paar kleine runde Akzente drauf. Und fertig ist meine wilde Einladung zum Käffchen mit einem richtig coolen Hintergrund. Sieht fast so aus, als wäre da der Kaffee schon drauf. Und zwei super süßen kleinen Kaffeetässchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache mir jetzt auch ein Käffchen. Ich hoffe, du lässt einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch riesig über ein Abo und einen Kommentar von dir. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüssi!